so dumm und lässt sich DDoSen. Überlegt dir's doch mal. Ey, der Typ hat einfach meine IP irgendwie herausgefunden. Der wollte mich übrigens auch noch hacken. Irgendwas müsst ihr doch dagegen tun. Auf eurem Server, was ist passiert? Irgendwie... Ja, dann spiel auf einen anderen Server halt! Es juckt mich halt deine privaten Probleme. Geh dann doch damit zur Polizei. Ich bin nicht die Teams-Polizei. Music is my best friend. Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier mit Upset TV. Und ja, es kommt ein neues Format auf meinem Kanal und zwar asozialer Supporter. Sprich, ich bin einfach ein Supporter, gebe mich aus auf meinem Teamspeak und supporte jetzt mal eins oder zwei Leute. Kommt drauf an, wie viel ich schaffe. Und da move ich jetzt gleich mal den ersten rein und pst. User was moved to your channel. Hi. Hallo. Was gibt's? Was kann ich für dich tun? Also, ich wollte mich hier beschweren. Weil gerade eben war eine Person hier auf dem Teamspeak, die hat mir gedroht, dass sie mich DDoSen will. Und dann bin ich so nach 5 Minuten einfach ausgeteilt. Ja, hast du auch verdient. Und was möchtest du dann jetzt hier? Ja, ich bin, ja, man darf doch nicht hier einfach jemanden DDoSen. Ja, Pech, hast du verdient halt. Keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt der Person machen? Steht das nicht in den Regeln? In den Regeln steht doch, dass man keinen DDoSen darf. Ja, aber hast du verdient. Warum habe ich das verdient? Hier DDoS mich einfach jemand und dann sagst du jetzt einfach zu mir, ich hab's verdient. Ja, vielleicht hast du ihn ja provoziert oder sonstiges. Nee, dann rede ich lieber mit einem anderen Supporter. Nein. Ja, nee, ist gerade keiner da. Es ist gerade keiner da. Ich bin der Einzige, der gerade online ist. Aha. Ja, dann möchte ich jetzt von dir, dass du mich jetzt normal supportest, wie jeden ja, anderen ich User hier. Ja, ich supporte dich doch auch ganz normal. Sag ja, mir, okay, was ist da, also was ist jetzt dein Problem? Ja, dass hier mich jemand gedatet hat und dass man das nicht darf und ich könnte es auch noch weiterhin machen, weil er meine IP hat. Ja, Pech, da musst du auf deine IP halt besser aufpassen. Was soll ich denn da jetzt machen? Ja, aber das ist doch hier nicht erlaubt. Ja, natürlich ist es hier nicht erlaubt, aber wenn du es doch verdient hast... Hä, warum habe ich das denn verdient? Nee, ganz ehrlich, sowas tue ich mir nicht an hier. Hier, ich wollte hier normal mit einem Supporter reden, dass mich jemand gedatet hat und dann kommt jetzt sowas hier. Ja, was denn? Jeder andere Supporter würde das selber erzählen. Es juckt mich einfach nicht, dass du gedatet wirst. Akzeptier's doch. Ja, ich möchte aber jetzt mal mit einem anderen Sub reden. Also, das geht mir jetzt hier zu weit. Warum möchtest du... Es ist gerade kein anderer Supporter online, siehst du doch gerade. Und ja, jetzt, was möchtest du jetzt noch hier? Du supportest mich hier. Du supportest mich kein bisschen, also. Ja, gut, okay, dann sage ich dir mal, was du dagegen tun kannst. Was kann ich denn dagegen tun? Klick auf deinen PC, geh auf deine Festplatte und geh. Okay. Klick auf Programme, 4x64. 48x84 und löscht den kompletten Ordner. Okay. Okay, das habe ich jetzt gemacht. Und da musst du am PC neu starten. Einfach neu starten jetzt? Einfach neu starten, ja. Okay, Moment, dann bin ich jetzt gleich wieder da. Mhm. User disconnected from your channel. Leute, als ob der den jetzt echt gelöscht hat, Leute. Okay, das ist auf jeden Fall mal eine Kunst. Oh, da ist er wieder. Warte, ich muss ihn wieder hoch. So, und? Ja, also, und jetzt? Schmeiß deinen PC aus dem Fenster. Keiner juckt deine Probleme, siehst doch ein. Mann, was soll das denn jetzt? Ich möchte nur supported werden. Und denkst du, ich lösche tatsächlich so einen Ordner? Denkst du, ich bin so dumm? Nein. Ja, trotzdem, wer ist denn so dumm und lässt sich DDoSen? Überleg dir's doch mal. Ey, der Typ hat einfach meine IP irgendwie herausgefunden. Der wollte mich übrigens auch noch hacken. Irgendwas müsst ihr doch dagegen tun. Auf eurem Server, was ist passiert? Irgendwie... Ja, dann spiel auf einen anderen Server halt! Es juckt mich halt deine privaten Probleme. Geh dann doch damit zur Polizei. Ich bin nicht die Teams-Polizei. Ich hab gedacht, ihr wollt User haben. Ja klar wollen wir User haben. Wir haben schon genug User. Warum bist du jetzt... Warum schreist du mich jetzt so an?
Ja, weil deine Probleme jucken mich nicht. Verstehst doch. Und ich möchte jetzt auch warum? mal Ich habe Feierabend haben. Also, falls du jetzt kein Problem mehr hast, dann. doch, ich habe noch ein Problem. Ja, was denn für ein Problem? Also erstens habe ich gerade ein Problem mit dir, weil du hast gesagt, meine Ey, jetzt, Probleme ich sind gebe gleich Kinder. einen Bann, wenn du mich noch einmal beleidigst. Hä? Ich Ich habe habe gar nicht so übrigens. beleidigt. Natürlich, du hast ein Problem mit mir, hast du gesagt. Alle anderen kommen gut mit mir zurecht. Ja, das kann ich mir aber nicht so vorstellen, wie du dich hier verhältst. Doch, ich habe ihr bester Supporter Jahr 2017 erhalten. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das Kann ich ist jetzt aber bitte mit einem so. anderen Supporter reden, Es der ist gerade kein reinkommt anderer jetzt? Supporter da. Also, ohne Spaß, wenn das jetzt so weitergeht, dann würde ich jetzt hier auch mal gleich einen Admin anfordern, weil dann muss ich denen unbedingt mal sagen, dass dieser Supporter, also dass du auf jeden Fall keine anderen User supporten kannst. Jetzt reicht's, aber beleidige mich nicht gleich so. Ich habe meinen Supporter-Rang neu bekommen und möchte den nicht gleich verlieren. Ja, aber wer hat dir den denn überhaupt gegeben? Ich frage mich Ja, gerade gut, ernsthaft. okay. Bevor du einen Admin fragst, sag dein Problem bitte. Ja, ich habe doch gerade schon tausendmal mein Problem gesagt. Nenn Ich dein, wollte nicht Hilfe. mich anschreien. Ich möchte ein vernünftiges Supportgespräch mit dir führen. Also mir reicht es langsam. Ich sage dir jetzt hier schon tausendmal, dass ich gededos worden bin, dass der Typ Schrei immer noch nicht keine so Antwort rum. hat. Vernünftig, ganz ruhig und leise erzählen. Ich habe es dir doch hier. Ja, okay. Ich sage es jetzt nochmal, ganz normal. Ja. Ein Typ hier auf den TS hat meine IP herausgefunden, weil er mich, glaube ich, irgendwie gehackt hat und wollte mich dann DDoS und hat es auch gemacht. Okay, obwohl es mir eigentlich nicht juckt, kümmere ich mich darum mal, ne? Wie heißt denn dieser Typ? Ich weiß jetzt nicht mehr ganz, wie er heißt. Er hat sich, glaube ich, öfters umgenannt. Er hatte irgendwie die ganze Zeit einen anderen Namen. Könntest du das nicht Ich vielleicht im Log frag nachgucken dich, mal? wie der heißt. Ich weiß es ja, ist es jetzt so schlimm? Du kannst ja vielleicht im Log nachgucken. Ich gucke jetzt mal im Log nach. So, da haben wir ihn. So, warte. Okay, So, reloading your hallo. channel. Hallo? Hallo. Eine kurze Stellungnahme wird jetzt gemacht. Und zwar folgendes. Der Regat, oder wie der auch ausgesprochen wurde, wurde von dir die ganze Zeit gededost. Und da möchte ich jetzt einmal gerne zu was hören, was da jetzt so dein Problem ist. Wer wurde angeblich von mir gededost? Ich? Du hast mich gededost. Ja, du warst es ja auch mit der Was Stimme. soll das? Obwohl es mich eigentlich nicht juckt, muss ich das leider klären. Ich habe ihn wirklich nicht gededost. Es juckt mich aber nicht. Aldo hat dich Hä? nicht gededost. Koke ist Gerade. Einbildung. Nein, gerade eben hat er zu mir gesagt, er wird mich dedosen. Er hat ja auch meine IP. Und dann hat er es auch gemacht. Wie gesagt, Bastia, mich juckt's genauso wenig, aber um ihnen eine Freude zu bereiten, muss ich das jetzt leider klären. Wie? Warum juckt es ja nichts, wenn mich jemand Oh, einfach es tut mir sehr dedosen leid. lässt? Was, wo ist mein Verhalten? Es juckt mich sehr viel. Auch siehst du gerade, wie ich mich kratzen muss. Ey, das ist so etwas von asozial, hier ohne Spaß. Ja, Ich gehe ich hab mich ihn lieber nicht euch noch gededost. beschweren. So, also, Ich gehe nee, mich lieber ich euch hab noch doch gerade ein beschweren. vernünftiges Supportgespräch mit dir geführt. Vernünftig, ja. Ja. Also, ich würde jetzt bitte darum bitten, dass ich jetzt mit einem anderen Supporter reden kann. Es ist gar kein anderer Supporter da. Was ist mit den, Ist das gerade irgendwie nur Fake oder? Es ist gar kein Ist jeder. anderer Supporter Wollt da. ihr mich gerade verarschen? Was für Echt? Verarschen? Ja, keine Ahnung, weil du nimmst mich ja Nein! überhaupt nicht ernst. Ja, das juckt mich einfach nicht, was der Regat da sagt. Es juckt mich null. Zero. Zero. Er rastet doch jetzt nicht Da ist gerade sofort mein hier Headset flöten aus. gegangen wegen dir, du Hä? Arschloch. Was für du Arschloch? Ich bin kein Ey, Arschloch. beleidige mich nicht, alter Arschloch. Hä? Willst du. Also, langsam So, reicht es mir Bastia, wirklich. also, Ich da, gehe mich so. jetzt noch bei den Admin Gut. beschweren. Also, langsam Ich geht's mir bann ernst dich dann hier. jetzt für Betrug. Hä? Also, langsam reicht's ernsthaft. Ich bin ja Freund. Ich bin ja auch mit dem
SR-Mod noch befreundet und der wird sich jetzt darum kümmern. Du bist mit dem SR-Mod, ja, juckt mich jetzt eher weniger. Kümmer dich um deine eigenen Probleme, okay? Und schönen Tag noch, wegen Beleidigung bann ich dich jetzt, tschüss. Ich habe ihn vom Server gekickt mit dem Grund Band, Leute. Auf jeden Fall, ich werde gleich auf jeden Fall noch auflösen. Und dann werde ich mich jetzt wieder umbenennen und gebe mir den Admin-Rang auf jeden Fall wieder. Und... User was moved to your Wiget? Darf ich dir mal was sagen? Ja. Willkommen in der neuen Folge Asozialer Supporter, weil ich bin nämlich Admin der Upset TV. Halt deine Schnauze! Wie du aber. Sorry, möchtest du im Video sein oder soll ich deine Stimme verzerren? Nein, geht schon, aber das war ja richtig. Ich hab mich schon gedacht, was ist das denn für ein Supporter? Nein, solche Supporter haben wir hier garantiert nicht. Oh, vielleicht doch? Nee, eigentlich nicht. Solche Supporter haben wir hier nicht, solche Asozialen. Sorry. Ich hab mir schon gedacht, wer hätte den angenommen? Alter. Yo. Channel switched. Hi. Hallo? Hi. Ich hab eine Frage. Und zwar ist es ja in eurem Server-Team, wie ich gehört habe, ein gewisser Gandoy, oder? Ja, kann sein. Der hat zufällig gerade da. Juckt mich nicht, keine Ahnung. Nee, glaub nicht, wieso? Nein, weil ich eine Frage an ihn hätte, aber... Was denn für eine Frage? Ja, das kann ich nur ihn fragen. Nee, du kannst mir das auch sagen. Doch, geht schon. Nein, das ist egal. Doch, du kannst es mir ruhig sagen, wirklich. Kannst du mich anvertrauen. Wirklich. Wirklich. Ich richte es ihm weiter aus, mache ich wirklich. Obwohl es mich eigentlich nicht juckt, aber sag. Und zwar, weil ich kenne ihn halt schon ein bisschen von Minecraft und eigentlich kann ich diese Frage... Hey, der Gandor, der spielt doch gar kein Minecraft. Bitte? Der Gandor spielt doch überhaupt gar kein Minecraft. Doch. Nee, eigentlich nicht. Naja, eigentlich schon. Nee, der spielt doch meistens nur Overwatch. Naja, ich hab ihn halt so kennengelernt. Doch, der spielt aber kein Minecraft. Nicht? Nee, der spielt kein Minecraft. Ist der irgendwie anders? Gandolf. Den. Naja, dann habe ich aber eine allgemeine Frage, die kann ich auch dich fragen. Ja, frag. War der Servername auf Minecraft geht irgendwie nicht. Ich check's nicht. Welcher Servername auf Minecraft geht nicht? Ja, randymc.de. Randymc.de ist ja nicht unser Server. RageMC.de. Ja, keine Ahnung, vielleicht mag der Server dich nicht. Okay. Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht bist du im VPN, das sollst du ausschalten, ne? Wie bitte? VPN muss ausgeschaltet werden. Information. VPN muss ausgeschaltet werden. Ja, danke für die Information. Ach so. Und wieso bist du, hast du einen VPN hier drin an? Nein. Weil da steht, du kommst aus Österreich. Ja. Ja, das ist eine VPN. Weil du kommst ja nicht wirklich aus Österreich. Achso. Ja, okay, danke schön. Ja, wieso hast du nur eine VPN jetzt an? Ja, ich kann sie ausmachen. Ja, dann machst du aus. Gut, dann gehe ich aber Wieso hast du die VPN an? Ja, weiß ich nicht. Wie weiß ich nicht? Dass ich mir jetzt eine vernünftige Antwort haben. Ja, wie macht man das aus? Aus welchem Land kommst du denn? Ja, Österreich. Ja, eben nicht. Bist du. Doch. Und übrigens, du hast eine schlechte Handyqualität. Eine Mikrofonqualität. Danke. Hast du eine schlechte. Man hört dich rauschen permanent. Ja, ist ja jetzt eigentlich auch egal. Ja, aber nee, ist nicht egal. Ich möchte jetzt wissen, warum du eine VPN an hast. VPN. Möchtest du anonym im Internet unterwegs bleiben? So, ja, wie macht man das denn aus? Du hast ein Programm am Laufen, das musst du einfach schließen.
Okay, danke, das mache ich dann auch. Ja, dann mach das bitte. Jetzt. Ja, gut. Wiedersehen. Nee, nicht wiedersehen. Bitte. Yeah. Na gut, okay. Dann war's ja für dieses Video jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal und ciao.